Leute, heute habe ich für euch ein neues Video und zwar seit Ewigkeit mal. Und ja, ich weiß nicht, ich habe es im Moment irgendwie nicht auf die Reihe bekommen, ein Video zu drehen, aber ich will jetzt nicht nach irgendeiner Ausrede suchen, sondern ich habe es irgendwie nicht gemacht. War zu faul dafür. Hatte auch viel Schulstress und so, aber ja, deswegen kamen jetzt ja gar keine Videos. Dafür das FAQ. Wieder. Geh aus. Oh. Sitz. Frieda, ich kann jetzt nicht mit dir spielen. Nein. Hier, nimm die Socke und geh. Und Frieda liegt genau da neben mir und macht gerade irgendwelche komischen Geräusche. Auf jeden Fall gibt es ein FAQ. Ihr habt mir unter Instagram ganz viele Fragen gestellt. Ich blende es euch hier einfach mal ein. Und ich habe gestern gefragt, weil ich heute halt das Video drehen wollte. Und genau, ich habe mir schon ein paar Fragen rausgesucht, die ich jetzt gleich beantworten werde. Achso, vorab folgt Neo Tiny's zweiten Kanal, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Wir haben zusammen einen zweiten Kanal, wo wir vloggen. Mein alter Zweitkanal entfällt. Und ja, den haben wir zusammen. Tiny und Tana heißt der, zusammengeschrieben. Ich setze euch einen Link in die Infobox, da könnt ihr einfach mal vorbeischauen, welche Videos wir beide schon hochgeladen haben, sind schon einige zusammengekommen. Und wir vloggen da halt regelmäßig, was ziemlich cool ist. Auch ich war im Skiurlaub, dann hat man da auch meine Weihnachtsgeschenke gesehen, also falls es euch interessiert. Und genau, wir fangen jetzt mit den Fragen an. Warum hast du deine Haare abgeschnitten? Falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Ich habe ein ganz schönes Stück abgeschnitten, den Tag auch gevloggt. Ja, der kommt irgendwann noch in dieser Woche online. Warum hast du deine Haare abgeschnitten? Okay, ich kann euch die Story dazu erzählen. Das war so. Und zwar wollte ich mir die Haare nur so ein bisschen abschneiden. Hab halt Tiny's Haarschere genommen, hab sie mir abgeschnitten. Die waren so ungerade. Wirklich von hinten war es einfach wie so ein, keine Ahnung was, Gebirge. Deswegen musste ich auf jeden Fall zum Friseur. Und der hat mir da nochmal so ein Stück abgeschnitten, weil ich es wollte. Also ich dachte, ein bisschen Veränderung. Für mich ist es mega krass, weil normalerweise fasse ich so, also habe ich immer über meine Haare gefasst und dann ging es so weiter runter. Und jetzt ist nur noch so, wow, keine Ahnung. Würdest du sie dir irgendwann mal anders färben? Wenn ja, welche Farbe? Also, ja, würde ich, aber jetzt auf jeden Fall noch nicht. Aber vielleicht entweder mal so ein bisschen dunkler für mich. Oder ich würde mir meine Haare so silber färben, aber ich weiß nicht, ich glaube, das würde ich mich gar nicht trauen, meine Haare so silblich weiß zu färben. Ich kann euch hier mal ein Bild einhängen von Amanda Steele. Ich finde sie so cool, also wirklich, die hat so einen coolen Style und die Haare stehen hier so gut. Und ich hätte Schiss, wenn ich meine Haare so färben würde, dass es bei mir einfach total schlecht aussehen würde. Also, naja. Wie lange bist du schon mit der Tiny befreundet? Ich glaube, wir sind jetzt 2 Jahre befreundet, oder? Warte, ein bisschen kürzer, vielleicht so ein Dreivierteljahr mehr, aber so, ja, fast 2 Jahre würde ich jetzt mal sagen. Wie würdest du reagieren, wenn Tiny dir sagen würde, dass sie keinen Kontakt mehr zu dir haben wollen würde? Ich würde erstmal lachen, würde denken so, hä, das meint ihr doch nicht ernst? Also, wenn es ernst meinen würde, ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte es nicht ernst nehmen. Also, warte, ich kann der Tiny ja mal schreiben, also, dass ich keinen Kontakt mehr zu ihr haben möchte auf WhatsApp. Ich wette, die, mal schauen, ob sie antwortet noch rechtzeitig. Ich wette, die schreibt einfach so, macht einfach so ein Lachsmiley oder so. Ich will keinen Kontakt mehr zu dir. Ohne Smileys. Das wird ernst. Okay, gut. Ich bin mal gespannt, ob sie antwortet. Möchtest du mal in die Schweiz kommen? Ich gehe ja noch dieses Jahr in die Schweiz. Wie sieht deine Zukunft aus? Du gehst ja, so viel ich gehört habe, in ein Internat in der französischen Schweiz. Ja, gehe ich. Und zwar dieses Jahr nach den Sommerferien. Also für mich so Anfang 10. Klasse. Und ja, dann gehe ich ein Jahr ins Internat in die französische Schweiz. Wird richtig cool. Und ich werde weiter Videos dort machen. Genau, das ist wahrscheinlich ziemlich wichtig. Wie würdest du heißen, wenn du ein Junge wärst? Ich habe mal meine Mom vorhin gefragt und zwar würde, also mein Bruder heißt ja Luca und ich würde Leon heißen. Luca und Leon. Nee, weil wir wären ja dann trotzdem Zwillinge und dann wären wir so Luca, Leon, Zwillinge. Falls jemand noch nicht wusste, ich und mein Bruder sind Zwillinge.
Ganz viele sagen, der sieht mir mega ähnlich. Ich finde jetzt nicht so, aber ist es komisch, wenn dich Zuschauer ansprechen? Ich will es jetzt mal offen sagen. Also ich finde es nicht komisch, aber mich freut es. Mich freut es auch mega, aber ich finde immer so, ja, ich habe 13.000, habe ich 13.000 Abonnenten? Mal ganz kurz. 13.800, okay. Also ich finde es nicht komisch, ich freue mich darüber auch immer, aber ich denke mir so, 13.000, also ich habe 14.000 Abonnenten quasi auf Grunde. Und wenn mich dann halt schon so jemand in Lech zum Beispiel, ich bin in Lech, bin ich mit der Gondel hochgefahren, also von Lech nach Oberlech mit der Gondel. Und die Gondel, da waren vielleicht 18 Leute drin und zwei davon waren Zuschauer und die sagen dann auf einmal, hey Hannah. Und ich habe es erst nicht so geblickt, dass die mich durch YouTube kennen. Es war richtig nett, sich auch mit denen zu unterhalten und so, aber für mich ist es schon so, wow, ich habe gerade mal 14.000 Abonnenten, mich erkennt jemand in Lech in so einer Gondel oder so. Ich habe das übrigens auch gebloggt, also voll viel Promo hier in einem Video, aber ja, ich habe das trotzdem auch gebloggt. Was ist dein WhatsApp-Status? Das wollte ich mal beantworten, also ich habe so ein komisches Zeichen, so ein schwarzes, und habe ich schon 283 Tage, okay. Und ja, ist jetzt nichts Besonderes, ne? Die Tiny hat mir aber noch nicht geantwortet. Ja, ich wollte es euch zeigen, aber ich mache das dann einfach so, dass ich das einfach mit meiner Vlog-Kamera aufnehme. Ich dachte gerade schon, jetzt hat sie geschrieben, aber ist jemand anders. Und euch das dann jetzt einfach am Ende vorspiele. Achtet jetzt einfach nicht darauf, wie ich gerade aussehe. Auf jeden Fall hat die Tiny einfach zurückgeschrieben, schade, so ironisch gemeint. Ich wusste, dass sie mir nicht glaubt. Ist jetzt nichts Spektakuläres, aber genau, ja, wollte ich nur mal ganz kurz gesagt haben. Der Joke war jetzt sowas von unnötig, den ich gebracht habe, aber gut. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es werden auf jeden Fall regelmäßiger Videos folgen. Und genau, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!